Zehnaten an Ramadan. Was gibt's zu essen, Leute? Heute gibt's bloß halbes Hähnchen mit Kopfsalat. Boah, letztes Jahr auch schon. Sind doch Muslime, oder? Ja. Ja, das sehe ich auch und da habe ich jetzt einige Fragen an Sie. Ja. Wir sind ja gerade im Monat, also ihr, nicht wir, ihr seid ja gerade im Monat Ramadan. Ne? Ramadan? Ja, ja, ist schon richtig. Ihr fastet ja auch, ne? Wie lange fastet man denn eigentlich so? Dürft ihr eigentlich gar nichts essen? Ihr dürft aber wohl Kaugummi kauen, oder? Nichts trinken? Herzlich willkommen, mein Name ist Ihre Bestellung getan. 20 Cheeseburger, einmal diese Chicken Box. Mach auch alle Soßen, Mayonnaise und so auch. Mayonnaise, Curry, Chili, Senf. Alles, alles, alles. Richtig Hunger habe ich, ja, ja. Okay. Und dann eine Cola Light, bitte. Eine große natürlich dann, ne? Ja, bitte. Großer Hunger, großer Durst. Ich habe noch 5 Hamburger für 5 Euro im Angebot. Mach mal bitte auch nochmal, danke. Ich habe richtig klar. Hunger. Okay, fährst du einmal vor? Ja. Jackpot heute. 33,81. Hast du nicht? Ist doch Türke, oder? Ja, Bruder, ist nicht für mich. Du weißt doch, für Freunde mal holen und so. Ist nicht für mich, also ist wirklich nicht für mich. Wie soll ich so viel essen? Ja, ist ja nicht für mich, Bruder. Ich faste. Alhamdulillah, Muslim, Bruder. Hallo? Nein, Digga, ich bin nicht gerade bei McDonald's, ja? Du hast mich, glaube ich, verwechselt dann mit jemand anderem. Nee, Bruder, ich bin gerade zu Hause. Du weißt doch, am Arbeiten, im Dönerladen. Ja, okay, ich melde mich. Ciao. Danke. Hello, danke. Ja, für die Kinder, stimmt ja. Weil ist ja nicht für mich das Essen. Sani. So. Oh, dankeschön. Boah, die wollen immer so viel zu essen, ne? Ich bin am Fasten, weißt du, wie schlimm das ist? Ey, aber sag mal auch keinen, dass ich hier war, ne? Das Essen ist ja eh nicht für mich, aber sag trotzdem niemand, dass hier. Okay? Jetzt bei Facebook rein und dann. Nein, Bruder, mach mal bitte nicht. Okay, alles klar. Sie auf jeden Fall schnell weg. Ey, wann ist heute Iftar eigentlich, ja? Heute so gegen 9:45 Uhr. Hey Jungs, wollt ihr Chicken Deck? Nein, Bruder, ich fasse. Ja, danke. Du ruhig, Digga. Schon auf der Knie gelandet. Nein, Bruder, danke. Nein, ja. Los. Wollt ihr Cola? Nein, danke. Nein, ich fasse. Sorry, Bruder, ich hab's angesammelt. Da war nicht mit Absicht. Junge, ich glaube, dein Mund ist trocken. Nimm mal ein bisschen Cola. Ja, Bruder, danke. Wollt ihr Schokolade mit Nuss? Ja, Bruder, ist kein. Nein, Bruder, ich fasse. Ali, nimm du. Leute, wollt ihr einen Schluck Fanta Exotik? Ja, Bruder, ja. Ja, fast. Ja. Nee, ich fast auch, Alter. Nein. Wie dieses Drogenkinder in der Rumänien. Boah, ich hab richtig Bauchschmerzen. Ich muss Bruder, nach Iftar muss jetzt das Dieselfett gehen, Alter. Nein, Bruder, danke, ich rauche nicht. Willst du nicht rauchen? Nein, Mann, ich rauche nicht. Ich schwöre auf alles, ich muss durch. Bruder, richtig. Ist das dein Ernst, Digga? Ja. Geschmack, oder? 3 Stück auf einmal? Ja, aber. Junge, ich muss so scheißen, Digga. Ist das dein Ernst? Du brauchst 3 Zigaretten auf einmal, Digga. Ja. Weißt du, wie gut das tut? Allah, ich muss scheißen. Alle aus dem Bock, guck hier. Ey, Omer, Bruder, fasst du mal? Ach, nee, Bruder, ich kann nicht, ja. Warum kannst du nicht? Bruder, es gibt viele Gründe, ja. Zum Beispiel einmal, ich hab ein Loch im Bauch bekommen heute. Wo, echt, wie das denn? Egal, was ich esse, kommt wieder raus. Ey, mein Schnürsenkel ist auf, wie soll ich fasten? Sonne geht bei mir, ich wohne woanders wie eben. Bei mir geht Sonne von der anderen Seite auf. Wie das denn, Mann? Ich weiß nicht, Digga, bei mir ist Datenfehler. Was denn? Mein Sprit ist leer, Digga, ich kann nicht fasten. Ich hab meine Brille verloren irgendwie, ich hab irgendwie meine Brille verloren. Und letztens, ich bin Auto gefahren, da war ein Schlagloch, ne? Genau, wo ich in dieses Schlagloch reingefahren bin, Auto ist hochgeflogen und neben mir war eine Wasserflasche.
wo Auto so hoch so dünn gemacht hat, Wasser ist aus Flasche ist Wasser so rausgekommen, in meinen Mund reingeflossen. Was willst du nicht aus? Warum hast du nicht ausgespuckt, Alter? Hättest du ausgespuckt, hättest du noch weiter fassen können. Du hast mit Absicht runtergeschluckt, ne? Sehr ehrlich. Ey, Digga, mach kurz Pause, ich geh kurz kacken, Digga. Geh nicht kacken, Digga, was du? Ja? Wallah, geh nicht verkacken, Digga. Du musst sparsam umgehen, Junge. Wir haben noch 5 Stunden bis ich da. Hä, wie sparsam? Was meinst du damit? Junge, stell dir vor, du kackst jetzt oder du pisst, Digga. Dann kriegst du direkt Hunger und Durst. Weil du hast doch gegessen, das geht doch wieder raus dann. Bald das in dir ja, ist, Junge, ich hab Hunger. Ich hab zuletzt vor 10 Stunden gegessen. Die Pisse ist schon als Urin in meinem Sack drinne. Das kann ich nicht mehr als... Doch, Digga, im Endeffekt, Flüssigkeit ist da. Glaub mir, nein, das ist schon mein Sack. Junge, ich geh seit 3 Wochen nicht kacken, Digga. Ich hab mich einmal rausgebracht. Ja, geh kacken, du bist bereut, Digga. Ich sag dir, du sei Sparfutz. Ach komm, wenn da euch nicht voll geht. Ja, kacken, du bist bereut, ich sag dir. Ach komm. Digga, mein Magen läuft wie ein Dieselmotor. Hey, was ist Hans, Bruder? Alaikum Salam, Bruder. Salam Alaikum. Mach schon was, Bruder. Alhamdulillah, Bruder. Fastest du? Ja, Bruder. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bruder. Alhamdulillah. Bruder Hans, mach's gut. Kommen wir heute noch Moschee? Inshallah, Bruder. Komm, inshallah. 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 Du? Amin. Inshallah. Amin, okay. Amin. Warum bist du Moslem geworden, Hans? Bruder Hans. Junge, gerade mal 17 Uhr, ich hab ein paar Stunden Zeit bis ich da. Und gerade mal 21 Uhr, Digga, ich hab voll viel Zeit bis ich da, Alter. Junge, 21.30 Uhr, Digga, 20 Minuten noch bis ich da. Tschüss. Boom! Ja, Leute, das war's mit dem Video. Ich weiß, sieht gerade Katastrophe auf, aber ich bin gerade aufgestanden. Ich habe auch keine Hose an. Ich könnte eigentlich so mein... auf jeden Fall, das war's mit dem Video. Hinten, ich stehe noch gerade aufgestanden. Gestern noch bis 6 Uhr geschnitten. Heute Morgen aufgestanden. Wir haben jetzt 3 Uhr. Ich muss runter in den Laden arbeiten. Auf jeden Fall, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, macht einfach... Hört, die Telefon kommt schon. Ja, macht einfach gar nichts. Auch nicht. Und zum Glück kann diese Kamera nicht riechen, weil ich habe Mundgeruch. Ganze Ramadan schon seit einem Monat habe ich Mundgeruch. Irgendeine Art von euch da in dem Video war, dann könnt ihr das Video teilen. Zeigt euren Freunden. Komm, mach auf Facebook. Mach, komm. Zeig jeden Moslem. Wieso gehe ich hier durch die Wohnung? Achso, ja, mein Shop. Mein Shop, da, wir haben ein bisschen Datenprobleme, weil irgendwelche Illuminaten wollen hindern, dass ich meine T-Shirts verkaufe. Deswegen, jetzt die Tage, ich weiß nicht. Der, mit dem ich das zusammen mache, der schläft gerade. Ich habe ihn gerade angerufen, obwohl ich nie jemanden anrufe, weil ich kein Geld habe auf Handy, aber er antwortet mir nicht. Keine Ahnung, eine Woche, 2 Wochen, niemals länger als 2 Wochen, weil wenn länger als 2 Wochen, dann geht nicht. Dann ist wieder Shop online, also zurzeit ist Shop down. Aber gebt euch einfach jetzt. Ciao. Wir sind Ausländer, ihr könnt uns alle in einen Topf werfen. Wir bereiten Kopfschmerzen. Ich weiß, doch wir sind Ausländer. Wer weiß, wie lange wir euch noch nerven. Wir bereiten Kopfschmerzen und wir sind Geist. Wir sind Ausländer, ihr könnt uns alle in einen Topf werfen. Wir bereiten Kopfschmerzen. Ich weiß, doch wir sind Ausländer. Wer weiß, wie lange wir euch noch nerven. Wir bereiten Kopfschmerzen und wir sind Geist, Digga.